dass ich gemerkt habe, du kannst hier jetzt echt nicht stehen bleiben. Du musst rausgehen in diese Welt und du musst diesen Müttern allen zeigen, was alles in ihnen steckt, was alles möglich ist. Und es ist so, so wichtig, dass sie für sich selbst sorgen, dass sie ihren Tank füllen, jeden Tag neu, dass sie in die Selbstliebe kommen, denn aus der Selbstliebe heraus kommt die Liebe für die Familie. Geil, heute hier zu stehen als Frau. Ja. Okay, ist okay, ist okay. Ja, wie viele von euch sind denn der Meinung, dass unsere nächste Generation, unsere Kinder, diese Welt verändern werden? Ja. Dankeschön. Wie viele glauben auch, dass wir dafür die Basis, die Eltern und vor allen Dingen die Mütter stärken müssen? Ja. Dankeschön. Mein Name ist Olga Humering und ich stehe heute hier für Mom Empowerment, für die Stärkung von Müttern. Und ich danke, danke, danke euch heute so sehr dafür, dass ihr heute hier seid, dass du heute hier bist. Es ist sehr, sehr viel, ein voller Tag. Es war schon so viel los, so viel Input und deswegen umso mehr mein Dankeschön an dich. Und in den nächsten 10 Minuten wirst du ein bisschen was davon erfahren, dass alles in dir drin ist, um Größeres auf diese Welt zu bringen als nur du selbst. Und mit der Größe, da hatte ich es echt nicht leicht. Früher, ich habe echt krasse Sprüche mir anhören müssen. Dreck liegt am Boden, dann hast du es ja nicht so weit. Und wenn du fällst, dann fällst du gar nicht tief. Und auch richtig geil, ach, pff, Hauptsache gebärfreudiges Becken. Ja, mit Größe hat das hier gar nichts zu tun. Denn ich stehe hier heute mit einer Vision, die größer ist als ich selbst. Mit einer Vision von starken Frauen, starken Müttern, die aufstehen und in ihre Kraft treten. Die aufstehen und diese Welt verändern. Die ihre Kinder stärken, damit die neue Generation grenzenlos wird in ihren Gedanken, ihren Gefühlen, in ihren Visionen. Wie viele von euch glauben, dass das möglich ist? Ja, danke schön. Und ich bin voll überzeugt, dass all das auch in euch und in jedem Einzelnen von euch steckt. Ich möchte euch kurz mitnehmen. Erinnert ihr euch noch damals an den Schulabschluss? Da gab es immer so Abi-Zeitungen und sowas. Ja? Erinnert sich jemand daran? Ja, genau. Und wer denkt jetzt gerade, oh, Abi-Zeitung, was habe ich denn damals reingeschrieben? Ja. So ging es mir und ich habe mal reingeschaut und da stand Berufswunsch Oma. Und Lieblingszitat, if you want to change the world, go ahead and love your family. Dieser ganz berühmte Satz von Mutter Teresa, wenn du die Welt verändern willst, steh auf und lieb deine Familie. Für mich war also völlig klar, ich werde Mutter und dann gibt es eigentlich keine Aufstiegsmöglichkeiten außer Oma. Und ja, ich stehe einfach im Dienst meiner Familie und alles ist gut. Naja, und dann bin ich natürlich den allerersten Schritt dorthin gegangen. Ich habe nicht direkt nach dem Abi geheiratet. Und dann habe ich Lehramt studiert, weil Lehrerin, habe ich mir sagen lassen, ist ein besonders guter Job, wenn du später Kinder hast. Und wenn es dann mal soweit ist, dann habt ihr nämlich immer zusammen was? Ferien! Ja, ist das gut oder gut? Ja, richtig gut, nur nicht so gut für mich, das wusste ich damals halt noch nicht. Ja, ich habe so, so viele Pläne gemacht für mein Leben und jetzt stehe ich plötzlich hier auf dieser Bühne und erzähle euch was ganz anderes. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal bei einer Geburt dabei. Sind hier Mütter, Väter, ein paar Hebammen? Ja. Und vielleicht erinnert ihr euch an diesen einen Moment, wo diese Frau so voll in ihrer Kraft steht. So richtig in ihrer Essenz, in ihrer Purheit, in ihrer Schönheit, weil einfach, es ist eine Geburt, es sind alle Masken abgefallen.
Und einen solchen Moment hatte ich während meiner zweiten Geburt. Da ging so ein richtiger Urschrei von mir aus. Und ich wusste, oh, das alles steckt in dir drin. Wahnsinn. Ich war so sehr in meiner Mitte, so sehr in meiner Präsenz, so verbunden mit mir, mit dem Baby, mit den Menschen um mich herum. Ich war verbunden, ich glaube, mit der ganzen Welt. Es war das höchste Hoch. Und dann kamen nach und nach echt krasse Tiefs in mein Leben. Und ich habe zum Teil auch gar nichts mehr gefühlt während dieser Tiefs. Und ganz viel war dem verschuldet, diesem Bild, was ich früher von mir hatte, diesem Idealbild einer perfekten Mutter, die sich verausgabt und völlig aufgibt für ihre Familie. Und dann steckte ich da in so einem Loch. Ich erinnere mich noch, da war mein kleiner Sohn 10 Monate alt und hat so ein kleines Malheur gehabt. Und ich stehe da so und denke mir, Leute, ich habe einen verdammten Hochschulabschluss. Was mache ich hier eigentlich? Und dann kamen Menschen in mein Leben. Menschen, die mich an die Hand genommen haben, mich aufgerichtet haben, mich begleitet haben und mir den Weg gezeigt haben zurück zu mir selbst. Diese Menschen nenne ich heute meine Engel. Und ich weiß, ganz viele von euch haben auch solche Engel in ihrem Leben. Und vielleicht nimmst du das heute zum Anlass, mal wieder Danke zu sagen deinem Engel, nicht jetzt vielleicht. Später oder morgen. Diese Engel haben auch bewirkt, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, eine Entscheidung treffen konnte überhaupt, die Entscheidung für mich, die Verantwortung zu übernehmen für mich, hinzugehen in die Selbstliebe, in die Selbstwertschätzung, Selbstfürsorge, Selbstwert. Und auch wenn all das vorher für mich total egoistisch klang, habe ich gemerkt, wow, da bin ich wieder. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zurück. Ich bin ganz in meiner Kraft. Und ich habe auf diesem Weg so, so viele Möglichkeiten und Methoden kennengelernt, dass ich gemerkt habe, du kannst hier jetzt echt nicht stehen bleiben. Du musst rausgehen in diese Welt und du musst diesen Müttern allen zeigen, was alles in ihnen steckt, was alles möglich ist. Und es ist so, so wichtig, dass sie für sich selbst sorgen, dass sie ihren Tank füllen, jeden Tag neu, dass sie in die Selbstliebe kommen, denn aus der Selbstliebe herauskommt die Liebe für die Familie. Ja. Dankeschön. Und wenn du magst, dann lass dich mitnehmen auf eine kleine Reise zu dir selbst. Schließe für einen Moment mal deine Augen. Und atme ganz tief ein und wieder aus. Und spür mal rein, wie du mit jedem Atemzug immer näher zu dir selbst kommst. Spür mal rein, wer da ist, der da heute auf seinem Sitz sitzt. Und wenn du jetzt bei dir angekommen bist, dann geh mal raus in einen Tag in der Zukunft. Zu einer Version von dir selbst, die völlig überzeugt ist davon, ich bin richtig, ich bin wichtig, ich bin gut, genauso wie ich bin. Ich bin richtig, ich bin wichtig, ich bin gut, genauso wie ich bin. Und wenn du bei dieser Version angekommen bist, dann schlüpf mal rein und schau durch ihre Augen. Spür mal, wie diese Person atmet, wie sie geht. Lauf doch mal ein paar Schritte in ihren Schuhen.
Welche Haltung hat diese Version von dir selbst? Und wenn du hier angekommen bist, dann spür mal noch tiefer rein und finde dieses Gefühl von ich bin genug. Ich bin genug und alles ist in mir. Und schau mal, wenn du jetzt in dieser Version von dir selbst rumgehst in dieser Welt und auf Menschen triffst, wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie gehen sie mit dir um? Und wenn du all das in dir gefunden hast, dieses ich bin richtig, ich bin wichtig, ich bin gut so wie ich bin, ich bin genug und alles ist in mir, dann weißt du genau, jetzt kannst du auch weitergeben, du kannst all das abgeben an deinen Partner, deine Kinder. Du kannst weitergeben an deine Kollegen, deine Freunde, an alle Menschen um dich herum. Jetzt nimm noch mal einen tiefen Atemzug. Nimm diese Gefühle mit und komm zurück in dieses Theater, in deinen Sitz. Nimm diese Gefühle mit und spür, was da alles in dir ist. Jetzt öffne die Augen. Atme nochmal ganz tief durch und spür, dass alles in dir ist. Und du weißt, du kannst jetzt größer sein, als du eigentlich bist, so wie ich heute mich größer machen kann, als ich es bisher immer getan hatte. Und wisst ihr was? Wenn ihr jetzt aufsteht, dann singen die Chöre schon für dich. Und die Chöre sind für dich. Oh.